Hallo liebe Brautpaare, herzlich willkommen vom Hofgut Hühnersdorf in Wörth am Main. Und ja, heute wollte ich mal den ein oder anderen Tipp geben, und zwar zur Gestaltung vom Raum. Wo stellt ihr was am besten hin? Und ja, legen wir einfach mal los, denn hier im Raum gibt es ja zwei Ebenen. Und ich nehme euch einfach mal mit. Und zwar geht es ja hier einmal hoch auf der zweiten Ebene, habe ich meine Musikanlage heute aufgebaut. Und ja, wenn die Musikanlage auf der zweiten Ebene ist, ich zeige es euch mal, gehe auch gleich nochmal mit euch hoch auf jeden Fall, und zwar ganz oben, dann müssen die Gäste ja bis hoch, und wenn die aber unten sind, sitzen die unten und vielleicht wird die Tanzfläche nicht unbedingt voll. Deswegen von mir der Tipp, dass ihr oben, den oberen Bereich, auf jeden Fall Stehtische hinstellt und auf jeden Fall eine Cocktailbar mietet, dass die Leute einfach dort ihr Glas abstellen können, ihren Cocktail trinken können und der Musik lauschen können. Im mittleren Bereich gibt es eine Candybar, super gute Idee, denn dann kommt der eine oder andere schon mal in die Richtung der Tanzfläche, auf jeden Fall mit nach oben, und dann habt ihr sie auch schon mal. Ja, wo soll die Fotobox stehen? Meines Erachtens auf jeden Fall im unteren, in der ersten Ebene sozusagen, weil dann die Leute auch wieder schon mal nach oben kommen. Heute steht sie leider hier gegenüber, auf der völlig anderen Seite. Ob da heute so viel los sein wird, das ist, denke ich, ziemlich fraglich. Deswegen stellt die Fotobox auf jeden Fall in den Teil, wo auch die Feier stattfindet. So, und jetzt gibt es auf jeden Fall noch ein paar Impressionen hier von euch, von dem wunderschönen Raum. Ja, bleibt dran, bis später, ciao!